Hallihallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer, liebes Publikum, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute machen wir mal einen schönen, gemütlichen hier. Prost. Prost. Kann sein, dass deins größer ist als meins. Weißt du, was ganz witzig ist? Was denn? Was hast du da drin? Darf man das sagen? Ja, Werbung wegen Markennennung, da kriegen wir nichts für. Einfach nur, was trinkst du? Pilz. Ja. Ach so. Ja. Ja, ich auch. Ja. So, bei mir steht was drauf, ja? Bei mir steht drauf, was bei ihr drin ist. Aber, und ich habe was anderes drin. Ja, das ist schon witzig. Wir haben die falschen Gläser. Ja. So, wie auch immer. Ja, heute geht's um den sogenannten Bartag. Wir wurden nämlich getaggt. Bartag, das klingt jetzt irgendwie so, so als würdest du T-Shirts schön bunt anmalen. Ein Bartag, du Esel. Ja. Oh. So, getaggt wurden wir von der Niki von dem neuen Kanal Movie Love. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Danke, Niki. Ja, und Niki ist die Schwester vom Filmfreak Marcel. Mhm, okay. So. Und was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, ich habe jetzt nochmal ihren Kanal gesucht und der ist irgendwie nicht mehr da. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den auf Ruhend gestellt hat oder ob mit ihren Videos irgendwas passiert ist. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Nichtsdestotrotz, wir wurden getaggt und ich habe gesagt, machen wir, also machen wir das auch. So, und deswegen heute den Bartag. So, während ihr euch hier das Intro anguckt, mache ich hier mal. Genau. So. Das ist ein Tag, in dem keine Fragen gestellt werden im eigentlichen Sinne, sondern ich fand den Tag eigentlich ziemlich cool, sehr gemütlich. Mhm. Es geht quasi um eine fiktive Bar. Ja? Mhm. Also eine Bar, die du nach deinen Wünschen quasi kreieren kannst mit Schauspielern, Musikern, fiktiven Figuren. Ja? Und es geht darum, wer ist der Türsteher, wer ist der Barkeeper und mit wem sitzt er an einem Tisch und wer macht die Musik. So, und jetzt kommst du. Das soll ich ja nicht mehr sagen. Nee. So, dann fang mal an. Also, wer wird denn bei dir an der Tür stehen? Nee, ich würde mich erstmal ums Interieur kümmern und ihr kennt die, also wie die Bar aussieht. Da wurde gar nicht nachgefragt, aber ist ein interessanter, ja, das ist ja maßgeblich, ne? Das ist für mich das Wichtigste. Wie soll denn deine Bar aussehen? So, ihr kennt die Filme von Guy Ritchie, hier Kingsman und all sowas, genau so. So. Kingsman ist nicht von Guy Ritchie, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist okay. Ja, nein, wir wissen, was du meinst. Also, ja. Also britischer Stil sozusagen. Britisch, dunkel, grün, rot. Altes, schweres, dunkles Holz. Ja. Oh, das wird mir auch gefallen. Schwere Stoffe. Indirekte Beleuchtung, warme Beleuchtung. Gold. Was redest du denn hier so viel rum? Aha, wie das Winchester. Wie das Winchester aus Shaun of the ja, Dead. Ja, das wär, also, sehr ähnlich. Also nur, wäre bei mir auch. Nur ja. Ohne Qualm. Ist ja heute sowieso nicht ja. mehr. Ja, ne? Und in meiner Bar sowieso nicht. So. Also ja, da bin ich bei dir. Also so sollte meine Bar auch aussehen. Ja. Ein bisschen gemütlich. Und Sägespäne auf dem Boden natürlich. Oh Gott. Doch, da muss Säge. Nein, da müssen so Holzplanken sein, die so, ja, wenn da, du gehst. Da bin ich bei dir, aber keine so, Sägespäne. Und so dickes, fette Holzstämme. Auf denen du sitzt, schön poliert und dann so dicke, wie auf Satz 2, die alte Kellertaverne. Nee. Auch schön. Nein. Nein. Gut. Nein, ich ja, mag. Also, wir nehmen eine schöne englische. Ganz genau. Englische. Ich mag es edel, ich mag es gemütlich, ich mag es. Ja, Shaun of the Dead ist mir schon wieder zu rustikal, wenn in meiner also Bar. Also, wie ein Pub. So, ja. wie ein englischer Pub, so ein hochenglischer hier ja. so. Ja. Ja. Ja, so sieht Wo der du auch aus. Keine Probleme hast, irgendwie auf der Bank einzuschlafen und ja. gut schläfst, weil es alles schön weich ist und sowas. Ja. Aber bei sowas genau. hast du ja quasi gar keinen Türsteher, ne? Ja, Brauch trotzdem. Ich einen Türsteher? Ja, sonst kommt Pack rein. So, und jetzt also ist die. Du. Ja, das ist natürlich das Problem. Ne? Also, wenn ein Türsteher da ist, habe ich keine Chance reinzukommen. Mhm. Außer es ist mein Schwager. Ich bin auch kein Star. So. So, Türsteher, beantworte ich zum Schluss. Kommt da auch ein bisschen auf die Leute an, die ich da reinlasse. Ja, also eigentlich musst du ja von vorne nach hinten durchgehen, ne, Türsteher zum Schluss. Also ich kann euch genau sagen, wer mein Türsteher wäre. Mhm. Es geht ja hier, also sie hat als Türsteher, ich glaube, es war Michael Myers hat sie genannt. Wird ein ziemlich ruhiger Abend. Wird das, aber, sind das dann so Figuren oder ja, quasi du kannst Schauspieler, du kannst, das ist ja eine rein fiktive Bar, da kannst du reinsetzen, was du willst. Du kannst da Figuren reinstellen oder du kannst real existierende Figuren reinstellen, Schauspieler oder Rollen, die gespielt haben. Deswegen sage ich ja, bei der Niki stand Michael Myers an der Tür.
Und bei mir würde Patrick Swayze an der Tür stehen. Und zwar in seiner, ja, und zwar in seiner fantastischen Rolle, deren Name mir leider gerade entfallen ist. Du meinst aus der, Roadhouse. Genau. Pow. Ich habe jetzt das Brandung, blablabla, Brandung. Gefährliche Brandung. Genau. Nein, aus Roadhouse. Ach so, Roadhouse. Da spielt er diesen Türsteher, der halt, er spielt einen Türsteher. Ach so, okay. Und den Türsteher, den möchte ich gerne, abgesehen davon fand ich Patrick Swayze großartig und würde den echt gern nochmal. Also das wäre, das toll. Ne? Also Patrick Swayze würde ich echt gern zurückholen, wie so viele andere auch, aber ja, ihn als Türsteher. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe als Türsteher jetzt nur einen, Vin Diesel. Nee. Ich glaube, der war mal Türsteher. Ne? Sieht aus wie so eine Türsteher. Nee, ich habe eher, eine Stimme im Kopf. Mhm. Und zwar der den... Du kommst ja nicht rein. Nein. Ja. Du Arsch. Schaut, da wär's doch. Ja. Kaya Jana. Genau, Kaya Jana. Du kommst ja nicht rein. Gott, nein. 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 Ich meine den Synchronsprecher, der... der mhm. Genau. So eine, Sam Elliott. Ja? Nein! Nicht Sam Elliott? Nein! Ach so. Geht in die komplett falsche Richtung. Nein. Okay. Mein Türsteher ist mindestens 2 Meter groß, eher noch ein bisschen größer, hat super breite Schultern, wiegt 300 Kilo, ist schwarz wie die Nacht und wird von demjenigen gesprochen. Sonst hat Diago Ziesma. Du bist halt. Stell dir das mal vor, wie geil wäre das? Hast du hier merkt so ihr das? Er weiß nämlich auch nicht, wie dieser Synchronsprecher heißt. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Doch, Tilo Schmitz meinst ja, du. Genau. Ja, ganz genau. Tilo Schmitz. Ja. Ja. Tilo Schmitz ist übrigens nicht schwarz. Nein, ich weiß. Ja, aber ja. Er leidet immer. Ja, aber ich stelle mir das gerade vor, da hast du so, wie Terry Crews steht da und dann die Stimme von SpongeBob. Wie kann man das? Nein, du kommst hin. Mein rechtes Auge fängt an zu zucken, du musst aufpassen. Das wird so geil, stelle ich das als ihr sagen. Der Predator zieht das Ding ab. Oh, Ferkel! Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Das wird geil. Das wäre toll. Das ist deine Bar, mein Schatz. In meiner Bar herrscht ja. Niveau. Hm. So. Genau. Ja, und Tilo Schmitz, verstehe, der dürfte ja. Der dürfte dann mindestens 5 Sätze zu jedem sagen. Ja. Mhm. Okay. Den höre ich nicht so gerne. Genau. Ja. Mhm. Und einer von denen, die er synchronisiert hat, steht dann da. Aber ich glaube, einer, ja. Mein Liebling, den er synchronisiert hat, der ist damals, der ist schon länger tot. Mhm. Herzinfarkt, Herzfehler, irgendwie sowas. Ja. So. Ich habe aber vergessen, wer. Ich vergesse so viel. Michael Clark Duncan meinst du? Ja. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Aber warum nicht? Ja, Michael Clark Duncan steht dann an der Tür. Steht an der Tür. Ja, genau. Wäre toll. Toll. Guten Abend, toll. Man. So, wer mixt denn die Getränke? Wie heißt der Typ in Shining? Da habe ich auch dran gedacht. Nein, du meinst nicht Jack. Nein. Nein, Jack steht nämlich in Dr. Sleep steht er dann hinter der Bar von Overlook. Ich meine das böse grinsende Männchen, welches ihm sagt, von ich dem weiß es ehrlich gesagt nicht, aber den willst du wirklich, den willst du dahinter stehen? Der würde mir wahrscheinlich ein paar böse Ideen ins Ohr flüstern. Weißt aber du, wer bei mir mixen dürfte? Nö. Tom Cruise aus Cocktail. Ja? Das wird eine richtige Retro-Bar bei mir. Es geht gleich sogar noch mehr Retro. Oder wer auch nicht schlecht wäre, Johnny Depp. Ich glaube, dass er das ein oder... Nein, nein, Charlie Harper. Charlie Harper dürfte hinter der Bar stehen und mixen. Ja, das wäre gut. Der dürfte mir auch unheimlich nette Sachen erzählen, weil ich stehe nämlich auf die Stimme von Benjamin Völz. Ja. Ja. Auch großartiger Sprecher. Mhm. Und nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, das gehört hier auch gar nicht her, aber dass er damals gesagt hat dass er Fox Mulder, also David Duchovny, nur gegen entsprechende Bezahlung sprechen möchte und die das nicht wollten und er dann tatsächlich durchgezogen hat und hat Nein gesagt. Mhm. Er war ja der Meinung, David Duchovny funktioniert nur mit seiner Stimme und da hat er vollkommen recht. Ja. Und ich finde sowieso, dass Synchronsprecher viel mehr bezahlt werden müssten, also viel besser bezahlt werden müssten und auch... auch viel mehr gewürdigt werden müssten. Ja, es ist ein Armutszeugnis. Ich habe die ganzen Rollen im Kopf, ich habe die Stimmen im Ohr, aber mir fehlt zu 90% immer der Name des Sprechers. Ja, das ist echt schade, weil das sind die eigentlichen Stars. Ja, ohne die könnten wir die Filme gar nicht verstehen. Der letzte Film, den ich im Original gesehen habe, war, glaube ich, Fuck You Goethe 3. Hm. Ja. So. So, und wer sitzt neben mir? Jetzt kommen wir Nee, wer mischt denn bei dir?
Was mischen? Mischt wirklich die Getränke der Typ aus Shining? Nein, aber Charlie Harper. Charlie Harper, achso, Charlie Harper, haben wir ja. Charlie Harper. Achso, den ja. hatte ich ja auch. Ja, okay. Ja, eigentlich, ja. Wer mischt ihn? Charlie Harper als Barkeeper und hinten mischt Tom Cruise die Cocktails. Ja, von mir aus. Nicht Tom Cruise, sondern die Figur aus Cocktails. Obwohl das, was ich trinke, das reicht, da reicht Charlie Harper, weil das, was ich trinke, ist Bier, Whisky. Und ja, aber wenn ab und an rum. Ja, aber wenn du jetzt in einer richtig schönen Cocktailbar wärst ich und die könnt ihr einen schönen. Cocktails. Kein Touchdown, kein Tequila Sunrise, nee, das willst du alles nicht nee, mehr. Nee, das ist zwar alles sehr, sehr lecker. Ja. Aber. Ja. Ja, vielleicht einen. So, aber das kriegt Charlie Harper im Zweifel auch noch hin. Okay. Aber das, was ich gerne trinke, sind Single-Sachen. Single Malt zum Beispiel. Wenn du das sagst, ja. 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 Also okay. Das heißt, ich kipp nichts ineinander. Nee, bei mir ab in ein Glas ohne Eis und ja. So, Ende. Wir gießen das Bier in ein Glas, das ist ein altes Familienrezept von meinem Opa. Und dann, dann machen wir das. Ist super. Oh. Großartig. Ja. Ja, schön, ja. Wer sitzt denn bei dir an der Bar oder angenommen, wir sitzen am Tisch und essen da? Oder wir gehen mal weiter. In der Bar gibt es aber zu essen. Das gab es bei der Niki nicht, bei uns gibt es aber zu essen. Wer darf kochen? So. Oh, Bob! Ja, Bob. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich echt nicht dran gedacht. Bob. Ich war jetzt. Wenn ich Burger will, dann Bob. Wenn ich Pizza will, werden das wird's für Jimmy Pesto. Bäh, ne. Da kommt's dann durch die Kanalisation in Grün und. Aber die essen nur. Die, ich glaube, die bereiten nicht selber zu. Das ist mir doch egal. Die dürfen mir dann liefern, okay? Das ist meine Bar. Okay. Ja, also Bobs Burgers. Das genau. Ja, also Bob Belcher würde dann die Burger braten, okay? Mhm. Ja, ich bin ja mehr so. Keine Ahnung. Also ich hatte jetzt eigentlich mehr so an wirklich so, was weiß ich, Jamie Oliver oder sonst irgendwen gedacht. Aber jetzt kenne ich auch nicht so wahnsinnig viele Fernsehköche. Da bist du. Oh, ja, der Grantl. Der britische Grantl. Ja, der kann immer nur kritisieren, ob er selber kochen kann, wissen wir ja nicht. Also so, ich von dem, was nicht. was der in seinen anderen Sendungen so gemacht hat, außer in Hell's Kitchen. Gordon Ramsay meine ich übrigens. Hast du jemals selber kochen sehen? Ich nicht. Ja. Okay, ja gut, aber ich gucke ja kein Fern sozusagen. Ich bin aber auch ein Fan von Frank Rosin. Ja, den mag ich. Ja, mag ich auch. Aber auch den habe ich noch nie kochen sehen. Immer nur rumkritisieren. Ich glaube, den nehme ich. Der darf Frank nicht kochen. Ja. Da weiß ich auch, was ich kriege. Also mir gefällt ja das, was Jamie Oliver hier in diesen Dingern zubereitet. Hier, wenn die da... Du meinst hier das... Mit Martin Freeman und genau, so. Genau, genau. Das ist dieser Pier. An diesem Pier. Ja. Da ist dieses Diner da am Pier mit seinem... Jamie und Jimmy, genau. Jamie ist der Kumpel und Jimmy Oliver halt eben auch noch. Oder umgekehrt? Nee, umgekehrt. Jamie Oliver und Jimmy irgendwer. Jetzt habe ich dich. Ne? Ich habe nicht immer Jimmy Blöder. Oliver gesagt. Ich habe immer Jimmy und jetzt glaubst du es selber. Ja. Ja. So, genau. Nee, ich glaube Frank Rosin. Ich glaube, der kriegt auch eine gute Pizza hin und alles andere auch. Ja? Ja. Tja, also ich bin jetzt echt am Überlegen. Ne? Also mit Essen bin ich jetzt... Aber ich glaube wirklich, das wäre bei mir Bob Belcher. Ja, ich glaube schon. Oder hier die Typen aus Sibir. Habe ich noch nicht gesehen. Ja. Der Bär. Ja. Ja, die machen wohl auch ganz leckere Sachen. Mhm. Ja. Nee. Okay, gut. Ja. Also, und wer sitzt bei dir am Tisch? Wer unterhält dich? Mit wem unterhältst du dich? Wer macht dir Spaß? Ah. Und da habe ich am meisten drüber nachgedacht. Ich habe über diese Frage wirklich lange nachgedacht. Darf ich da mehrere haben? Ja, du hast ja eine schöne, illustre Runde. Ich will den Dude. Ich will den Dude. Den hatte ich auch. Mhm. Den hatte ich auch. Also Jeff Lebowski. Genau. Den anderen, nicht den anderen Lebowski, den Millionär, sondern den Dude. Genau. Ich will den Dude. Dann dich. Ja, ich sitze ja eh da. Ja, ist ja John meine Goodman Bar. Ist nämlich quasi, bist quasi du. Also brauche ich John Goodman nicht mit dir zu tauschen oder umgekehrt. Doch. Dann sitze ich so lange hier und genieße meinen Kaffee. Genau. Du kannst nämlich auch so ein richtiger... Grantl sein und wenn du von irgendetwas überzeugt bist, dann genau. Und am Samstag arbeitest du auch nicht. So. Und jetzt hast du den Namen eben genannt. Jetzt ist er Sam Elliott. Ja. Also hast du quasi die komplette Besetzung aus Big Lebowski da sitzen. Ah ja, genau. Außer Donny, aber Donny ist ja auch tot. Ist auch nicht sein Fachgebrauch. Das ist nicht sein Fachbereich. Das soll lieber. Ja, also ich hätte tatsächlich, jetzt habe ich tatsächlich gesagt, ich wollte diesen Begriff nicht verwenden. Ich würde, gerne eine Mischung aus Schauspielern da hinsetzen. Also nicht aus Filmrollen, sondern aus Schauspielern. Aber weswegen diese Leute da sitzen bei mir,
Das liegt zum einen an den Charakteren selber, aber zu 90% an der Stimme. Dann würde es ja reichen, wenn du die Synchronsprecher da sitzen hättest, ne? Im Grunde ja. Ja. Gut, aber darum geht es ja hier nicht. Dass, wer wäre das? Ich glaube, das war... Nee, ich glaube, das war der... Wir prangern das nochmal offiziell an. Ja. So also... Ich habe zuerst gedacht, ich hätte zuerst gesagt, es wäre total cool, wenn ich da Thorsten Sträter, Markus Krebs und Leute sitzen hätte. Aber nein, wir wollen ja, das ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen. Ne? Also das könnte man ja durchaus hinkriegen. Mhm. Aber wenn ich mir meine Traumbar zusammenstellen könnte. Prost. Ja, auch nochmal. Habe ich lange drüber nachgedacht, wen ich mir da hinsetzen würde. Und letzten Endes, immer vorausgesetzt, ich spreche meine Sprache oder ich spreche deren. Ist ja eine Fantasiekneipe, ne? Ich hätte gerne da sitzen. John Cleese. Oh ja. John Belushi. Mhm. Der ist auch trinkfest, der Mann. Also mit dem kannst du richtig Spaß haben. Also John Cleese, John Belushi und Peter Sellers und Leslie Nielsen. Und ich glaube, dann fühle ich mich so wohl, da stehe ich nie mehr auf. Ja. Ich glaube, da stehe ich nie mehr auf. Das würde ich jetzt sagen, von dem, was du das bekloppten Quintett. Da wär ich selig. Ja, ein paar Drinks und ihr schmiedet Pläne für irgendeinen Bankraub oder na, sowas. Sowas machen wir doch nicht. Nein, jetzt bist du verrückt. Nein. Aber wird ein neuer Film gedreht. Ja. Hast du da eine Musicbox oder ein DJ oder hast du da eine... Du hast Live-Musik. Live-Musik. Live-Musik, okay. So. Und Hanne Wieder und Jessica Rabbit. Ja, das ist ausgewogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hanne Wieder ihre Chanson singt und Jessica Rabbit. Das ist geil. Ja. Ja. Ja, schön. Gut. Ja, bei mir wird's leider absolut unmöglich und das aus zwei Gründen. Erstens, aber bei mir ist es eher möglich, oder was? Nee, aber bei mir ist es aus zwei Gründen nicht möglich. Bei mir erstens ist der eine bereits tot. Bei mir auch. Und der andere sitzt schon bei mir an der Bar. Ach so. Das wären nämlich die Blues Brothers. Ah. Ich hätte gern die Blues Brothers da. Ja. Die würden dann für Musik sorgen. Das wäre geil. Ja. Aber andererseits kannst du dich da nicht unterhalten, ne? Ist auch blöd. Eben. Also, wen nehmen wir denn dann? Hugh Laurie sitzt am Klavier und macht so ein bisschen stimmungsvolle Musik im Hintergrund und dann haben wir schön, Der Capaldi. Hugh Laurie und Peter Capaldi, genau. Das wäre auch eine geile Band. Dass die noch nie was macht, mal was zusammen. Das wäre geil. Ja, das wäre cool. Ja. Mhm. Aber Hanne Wieder und Jessica Rabbit kann man nicht toppen. Das ist geil. Das ist super. Ja, das ist mein Ernst. Super geil. Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Also, Niki, du siehst, dieser Tag hat uns echt viel Freude gemacht. Ja. Und normalerweise enden die Tags bei uns ja immer. Das heißt, ich tagge selten jemanden. Jeder, der sich... der das gerne machen möchte, soll es gerne machen. Mhm. Aber ich würde gerne trotzdem jemanden nominieren. Und zwar würden mich die Meinung oder die Bar-Konstellation der fucking Freaks interessieren. Mhm. Das fände ich toll. Und zwar alle. Ne? Also alle, wie ihr da seid. Der Timo, der Olli, der Patrick, die, ich weiß nicht, Jigsaw, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ihr alle macht das alle. Macht euch eure Bar nach eurem. Und geiler Tag. Fanden wir toll. Macht Spaß. Ja. Ihr könnt euch dabei auch gerne einen reinlöten. Das ist ja... dann oder sind die Videos. Oder nichts trinken. Ja. Ja, genau. Das müsst ja nicht. Ne? Ist ja vielleicht besser. Könnte auch eine Saftbar werden. Ist doch scheißegal. Ja, genau. Eine Milkshake-Bar zum Beispiel. Ja, genau. Dann sitze ich da mit Alex. Das wird Horrorshow. Das wird Horrorshow. So richtig Horrorshow. Die Ärzte könnten auch Musik machen. Wäre auch schön. Oh, nee. Zu laut. Ja. Ja. Ja, naja. Schöner Tag auf jeden Fall. Aber mit Fahrrad und Urlaub würde ich dann garantiert Rezepte austauschen. Also der ist auch vegan, ne? Mhm. Ja. Aber ich bin nicht vegan.
Richtig? Ich meinte mit auch, so wie viele andere. So. Ja, genau. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt geil und lasst den Tag um die Welt gehen. Macht weiter, macht alle mit. Macht echt viel Spaß. Dieser Tag hier ist einer der schönsten. Der war süß. Dankeschön. Einer der schönsten, die ich seit langem gemacht habe. Bis dahin. Prost. Prost. Eure Becky. Und der Michi. Ciao. Bye.